Ich bin's einfach leid, dass dir ständig wehgetan wird. Erst das mit Jana, jetzt wieder die Erinnerung an Cecile. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Vergangenheit uns ständig wieder einholt. Sie ist nun mal Teil von uns. Und deine Scheidung ist doch auch gerade erst rechtskräftig geworden. Ja, ich weiß, aber das macht es irgendwie auch nicht besser. Hey, wir haben so viel durchgemacht, um hier zu landen. Ich werde mir unsere Hochzeit von nichts und niemandem mehr vermiesen lassen. Siehst du, schon besser. Du weißt, dass ich auch so glücklich mit dir bin. Wir müssen nicht heiraten. Ich will dich aber heiraten. Da bin ich mir ganz sicher. Tanja, in welcher Schandtat kommst du denn gerade? Sag bloß, du hast mich vermisst. Ja, wie eine nässende Hautkrankheit. Leider musst du auch den Rest des Tages ohne mich auskommen. Ach, wo ist eigentlich meine reizende Schwiegermama? Ja, die Gute war ja ganz mitgenommen von deinem ungezogenen Verhalten nach ihrer Geburtstagsfeier. Dann kann sie sich ja jetzt auf den Kanaren gut erholen. Du hast es also mal wieder geschafft, ja? Du weißt ja, wie überzeugend ich sein kann. Ja, ja, aber bei deiner Mutter war ich mir da nicht so sicher. Ich dachte, die wirst du nie los. Mit deinem Ablass habe ich gar nicht gerechnet. Du warst doch ganz heiß darauf, sie auf Königsbrunn zu halten. Ach komm schon, die alte Schachtel hat mich doch genauso genervt wie dich. Und was unsere kleine Kappelei betrifft, für mich hat sie ihren Zweck erfüllt. Dank ihr weiß ich jetzt genügend über deine tragische Vergangenheit. Dann kannst du dich ja richtig freuen. Ich hab mich total verliebt. Der Hammer, ich konnte gar nichts dagegen machen. Das kam einfach so. Ich hätte nie damit gerechnet. Der absolute Wahnsinn. Du musst raten. Was denn raten? Na, wie er aussieht. Er ist groß? Absolut. Und er ist blond, braun gebrannt und sieht aus wie so ein Surfer. Ich hab mich voll erschrocken. So, fertig. Sieht super aus. Jetzt sind wir quitt. Warte, das müssen wir festhalten. Hier, geht aufs Haus. Danke, aber ich glaube, ich krieg nichts runter. Ich nehme ihn. Ich komm weiter, was? Hm. Ja? Alles klar? Schon in Ordnung. Hallo. Hi, Konstantin. Wegen vorhin, ich würde gerne nochmal mit dir reden. Also natürlich nicht am Telefon. Meinst du, wir können uns vielleicht treffen? Okay, ich komme dann später bei dir vorbei, so um 8. Super, bis dann. Bis dann. Hochzeitsvorbereitungen bedeuten für Männer immer Stress. So viel kann ich Ihnen verraten. Aber ich hoffe, Sie können mir meinen Fauxpas verzeihen. Im Moment scheine ich wirklich von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen zu tapsen. Das ist doch nicht Ihre Schuld. Doch, ich hätte wirklich besser recherchieren müssen. Ich wusste ja selbst nicht, dass Sie beiden damals dort geheiratet haben. Dann sind Sie mir nicht mehr böse und ich hatte schon befürchtet, ersetzt zu werden. Auf gar keinen Fall. Frau Gräfin? Ich war gerade in der Garage und habe die Säuberung des Wagens kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gepäck Ihrer Mutter immer noch im Kofferraum ist. Und? Ich dachte, sie wäre heute abgereist.
Sie möchte, dass ihr Gepäck nachgeschickt wird. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Tja, dann habe ich das wohl vergessen. Ich gebe Ihnen die Adresse morgen. Ah, da ist noch was. Kleinigkeit. Das habe ich im Fußraum des Wagens gefunden. Danke. Wenn Prinz William und Kate doch nicht heiraten, dann wird das die Hochzeit des Jahres. Wenn Sie mal nicht so bescheiden, die toppen wir locker. Allerdings. Oh, ich bin schon verschwunden. Wenn Sie sie nicht nehmen, werde ich sie heiraten. Bonsoir. Das ist ja ein Scherzkeks. Hallo, mein Engel. Hallo. Was wollte der schon wieder hier? Nun sag schon. Zumindest kam er mir nicht so vor wie jemand, der gerade seinen Job verloren hat. Demnach hast du ihm wohl nicht gekündigt. Ganz im Gegenteil. Wir haben die komplette Hochzeit durchgeplant. Wie? Ohne mich? Bist du jetzt nicht sauer? Also das überlege ich mir noch. Du, ich tut mir leid, ich wollte dich nicht irgendwie... Ich bin mir ganz sicher, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Du bist kein schlechter Mensch, das weiß ich. Und wir beide, wir können noch mal von vorn anfangen. Du musst nur wollen. Tanja, bitte. Gib uns eine zweite Chance. Ja. Hallo. Komm rein. Du hast gekocht? Ich hab's zumindest versucht. Ich muss dich warnen, das schmeckt echt scheußlich. Magst du was trinken? Prosecco für... Ist noch gar nicht gekühlt. Du, ich pack den schnell ins Eisfach.